im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, der Unterverrücksten, dank gilt Allah, Herr der Welten. Heute treffen wir uns zum Geburtstag von Imam Ali alaihi salam. Ein bedeutsamer Moment für die islamische, eigentlich für die Menschheit, für die Muslime und besonders für die Schiiten. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugte die Gläubigen oder gab Imam Ali alaihi salam als Beispiel für die Gläubigen. Und er sagte in der Heiligen Koran, Heiligen Schriften, in Surat al-Fath, also Surah 48, Vers 29, er sagt, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und die mit ihm sind hart gegen die Ungläubigen, doch barmherzig zueinander. Du siehst sie sich beugen und niederwerfen, natürlich bei Allah. Allahs Huld und Wohlgefallen erstreben. Ihre Merkmale befinden sich auf ihren Gesichtern. Von der Niederwerfung. Ihrem Beispiel oder ihre Beschreibung findest du in der Tora und ihre Beschreibung in den Evangelien lauten und so weiter, bis er sagt, und Allah verspricht den Gläubigen, die gute Taten verbringen und ihren Vergebung, also ihnen wird vergeben und gewaltiges Lohn erhalten. Natürlich, das ist eine der wenigen Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salam den Namen des Propheten im Koran erwähnt. Es sind vier Verse im Koran, die den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam erwähnt werden. Und einer von diesen Versen ist dieser Vers. Wenn wir diesen Vers betrachten, Allah subhanahu wa ta'ala gab er als wir sagen in arabischer Sprache, Mubtada wa Khabar, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Mubtada wa Khabar. Eine Bekanntmachung. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist so und es muss so angenommen werden. Dann sagt er, um die mit ihm sind. Jetzt kommt eigentlich die Beschreibung. Wie sind die Leute, die mit dem Propheten sind? Was haben die für Eigenschaften? Viele, leider Gottes, also andere Rechtsschulen, Koran-Propheten, wenn sie diesen Vers betrachten, sagen, ja, das muss der sein und der sein, also die erwähnen definitiv nach. Nein, der Koran ist zeitlos. Das ist eigentlich ein Grundsatz, den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran offenbart hat. So, das sind diejenigen, die mit dem Propheten sind, die ihm folgen. Andere Worte sagen Shia, Mushaya, also das ist das Wort von den Gefolge. Also das sind die Gefolge des Propheten. Wie sehen sie aus? Hart zu den Ungläubigen. Ja, dann sagen sie sich ja, Moment mal, damals Krieg und was weiß ich, Kampf, Schwerter, Beil. Nein. Der Allah subhanahu wa ta'ala, als er den Koran offenbart hat, der herabgesendet hat, hat ihn in eine Sprache, in ein sprachliches Können verwendet, dass man diese Verse zu jeder Zeit den Umständen entsprechend anwenden kann. Heutzutage bedeutet nicht, dass wir jetzt hart gegen die Ungläubigen, indem wir sie jetzt bekämpfen, umbringen, zerstören. Auf welche Ebene wird Krieg geführt jetzt? Medien, Internet, Information, Wissenschaft. Und da müssen wir sie bekriegen, liebe Geschwister. Die sind dabei, jetzt auf dem Mars zu landen. Und wir, leider Gottes, streiten uns immer noch, was ist besser? Dass man erstmal dies studiert oder jenes studiert oder studieren überhaupt. Geld verdienen ist besser und leider sehe ich ja auch, besonders ja, die hier leben. Viele der Geschwister, so ein Klischees,
Libanese, Autohändler. Iraker, Restaurantbesitzer. Das ist so. Obwohl diese Leute, wenn du sie betrachtest, teilweise Akademiker sind oder Minicar fahren. Wenn ich jetzt in Gießen gehe, wenn ich ein paar Geschwister sehe, die Minicar fahren, die haben Doktorarbeiten in Agrarwissenschaften, liebe Geschwister. Agrar, also Doktorarbeiten, nicht nur wahrscheinlich in Germanistik, ich kenne einen in Germanistik, mein Bruder in Agrarwissenschaft, und die trägen Doktortitel und fahren Taxi. Ich kenne einen Deutschen, das ist nicht negativ zu bewerten, aber als er jetzt sein Studium abgeschlossen hat und hat keine Arbeit gefunden, er sagte, ich habe mir 13, 14 Jahre Mühe gegeben, damit ich diesen akademischen Grad erreiche. Und am Ende arbeite ich bei McDonald's. Ist das meine Mühe wert? Und deswegen hat er immer daran angestrebt, seine Stellung entsprechend zu arbeiten. Deswegen auf einmal findest du jetzt, mashallah, Deutsche in Katar, findest du in Dubai, findest du in Brunei, findest du in den USA, weil er sagt sich, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe dafür hart gelernt. Und hier können wir das so anwenden, liebe Geschwister, wenn ich den Propheten unterstütze. Ja, ich unterstütze ihn gegen Ungläubigen, indem ich die Wissenschaften fördere. Wenn ihr wüsstet, wer die Grundlagen für Wissenschaften gelegt hat, bei Imam Ali a.s., er sagte, Wallah, wenn diese Menschen nicht so nah an Kufr gewesen sind, also dass sie gerade eben Muslime geworden sind, hätte ich ihnen aus dem Wasser Licht geholt. Glaub mir, wenn einer... Kennt jemand von euch Nikola Tesla? Nikola Tesla ist der hat die moderne Stromnetz von Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und hat auch daran angewendet. Der Mann hat etliche Patente. Der wird heute so hochgehalten. War ein Physiker. Edison und viele andere. Das ist das eine. Das andere sagte, und doch barmherzig zueinander. Warum? Der Vers sagt, dass diese Menschengruppe, die zu den Propheten gezählt werden, die zu ihm gehören, haben besonders diese Eigenschaften. Die erste Eigenschaft haben wir abgeschlossen, inshallah. Die zweite, hier der Koran, er wollte deutlich machen, dass sie hart sind, aber nicht, dass der Gedanke aufkommt, dass sie auch zueinander hart sind. Sondern er sagte, nein, aber sie sind barmherzig zueinander. Imam Ali a.s. Hat eine grundlegende gesellschaftliche eine Studie festgelegt. Und jetzt werden, mashallah, viele Bücher geschrieben in gesellschaftliche, soziales Verhalten, soziale Gemeinschaft, wie Menschen miteinander leben sollen. Und liebe Geschwister, der eine oder andere von uns, um zu wissen, wie er seine Kinder erzieht, oder wie er wissen will, zum Beispiel auch viele von uns, wenn die zum Beispiel nach Libanon gehen oder nach Irak, da sagt sich nicht, das sind obwohl Muslime und teilweise auch zum größten Teil Schiiten, da sagt sich, ja guck mal, und die Deutschen, ist natürlich nicht negativ zu bewerten, um Gottes Willen, aber da sagt sich, guck mal, wie modern die sind. Die sind genau, gehen nach den Uhrzeiten. Wir Muslime tun dies nicht und jenes nicht. Liebe Geschwister, habt ihr schon mal die Hadithe, die Überlieferung von Ahlul Bayt al-Mahdi gesehen? Anstatt sich davon zu imponieren zu lassen, liest deine eigene Hinterlassenschaft von den Imamen al-Mahdi. Glaub mir, zum Beispiel Imam Ali a.s., besonders da die Eigenschaft von zu dem Geburtstag von Imam Ali a.s. Da sind. Imam Ali a.s. hat auch in der Erziehung revolutionäres Denken hervorgebracht. Wer hätte damals gewusst,
dass die erblichen Merkmale eines Elternteils den Kindern übertragen wird. Ihr habt ja gesehen, der vor der Islamzeit, der eine hat seine, Walayadu Billah, Zawajil Makt, der hat die Frau seines Vaters geheiratet, der eine hat, was weiß ich, hatte irgendwelche Sklaven und so weiter und so fort. Also da hat sich der Blut vermischt. Er wusste nicht, wo dieses Blut herkam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, sucht für euren Wasser. Sucht für euren Wasser, denn die Gene sind tückisch. Damals vor 1000, wenn du jetzt diese Hadith vor 1400 Jahre, die Leute haben sie nur oberflächlich verstanden. Aber jetzt mit der moderne Wissenschaft wissen wir, was die Imame eigentlich nicht nur. Die haben so eine allgemeine Aussage gemacht, dass man sie auf gesellschaftlich und gleichzeitig genetisch betrachten kann. Imam Ali a.s., er sagt, derjenige, der eine Dümmliche heiratet, ist das Zusammenleben mit ihr ist eine Katastrophe und ihre Nachkommen sind verloren. Ich habe Sheikh Google gefragt und zwischen 1960 bis 1985 allein die Studien, die dies bestätigen, dass Intelligenz und körperliche Merkmale, soziale Merkmale, Intelligenz und soziale Merkmale von den Eltern übertragen wird, über 100 Studien, die dies bestätigen, überall auf der Welt. Das ist Ehrlichkeit, einfach so, das war. Um auf die Verse wieder zurückzukehren, Imam Ali a.s., man sieht, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Kam einer zu Imam Ali, habe ich glaube ich auch schon mal diese Geschichte erwähnt, er sagte, der und der hat schlecht über dich geredet. Wir sagen auf Deutsch gelästert. Schlechte Nachrede. Imam Ali hat ihn so verpönt angesehen und sagte zu ihm, ja, komm mal her. Willst du, dass wir diese Sache nachgehen? Und sagte, ja, warum? Warum fragst du ja, Herr Muni? Er sagte, wenn du die Wahrheit sagst, bist du verpönt. Obwohl auch der andere schlecht über uns gesprochen hat. Aber du bist verpönt. Du bist jemand, der hat Probleme in der Gesellschaft. Das ist wiederum eine Medizin von gesellschaftlichen Problemen. Du, so jemand wie du, der verursacht immer gesellschaftliche Probleme. Du bist verpönt bei uns. Aber wenn du gelogen hättest, wenn du lügst, wir bestrafen dich. Was willst du? Sollen wir dich verpönen? Oder sollen wir dich bestrafen? Sagte nein, ja, mir. Nein, kein Problem. Sagt er, geh. Er sagt das Umgehen. Er sagt, du musst für deinen Bruder, wenn dein Bruder irgendwas macht und er entschuldigt sich bei dir oder er hat eine Ausrede, dann akzeptiert diese Ausrede. Und wenn er keine hat, finde eine für ihn. Bei uns. Und ihr kennt das ja, wenn einer nicht angerufen hat, weil er mit dem anderen irgendwie verabredet hat, hat mich vergessen. Hat mich dies und jenes gemacht. Er ist nicht so gut. Er hat mich angelogen. Er hat dies, er hat das getan. Und dann versucht man noch, wenn irgendwelche Dinge vorher passiert sind, noch mit ins Boot zu nehmen. Aber damals, als er das und dies gesagt hat, das war auch bestimmt so eine Situation. Und dann, wenn einer kommt und sagt, ja, MashaAllah, die Deutschen, guck mal, sind genau, arbeiten und so. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat die Hand eines Arbeiters geküsst. Dann fragten sie ihn, ja warum? Er sagte, warum soll ich nicht Hände küssen, die Allah und seinen Propheten lieben? Hände, die arbeiten.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تراهم ركعا und du siehst ihn niederknien und niederwerfen. Ja, warum sagt er, du siehst sie? Du siehst sie. Allah subhanahu wa ta'ala, als dieses, wenn er diesen Wort verwendet für eine bildliche Darstellung, er sagt, du wirst sie immer in diesem Zustand sehen. Amir al-Mu'minin, alayhi wa salatu wa salam, Laylat al-Harir, Nacht der Harir, also das Wort Harir kommt von der starken Kälte in der Schlacht von Safin, war die Kälte so stark. Man sagte, man hat die Männer von der Kälte, die sich so geschüttelt haben, Harir, also die haben so Geräusche von sich gegeben. Und die Nacht war, also die Schlacht hatte die ganze Nacht angedauert. Es wird überliefert, dass Imam Ali a.s. allein in dieser Nacht 530 Mann getötet hat. Und obwohl auf einmal Imam Ali mitten in der Schlacht kehrt zurück in seinem Zelt. Man fragt sich ja, wie weiß man, obwohl es so dunkel war und so. Imam Ali a.s. jedes Mal, wenn er einen Mann getötet hat, hat er Takbir gemacht. Es gibt Leute, subhanallah, so Munafiqin, die zählen, was hat Ali gesagt, damit sie eine Schwäche gegen ihn verwenden können. Aber auf jeden Fall, obwohl die Schlacht, Hunderttausende stehen gegeneinander, kämpfen, Amir al-Mu'minin a.s. geht zurück in den Zelt, richtet sich zur Qibla und betet. Er betet nicht im Pflichtgebet, sondern er betet Salat al-Layl. Und einer seiner Anhänger sagt, ja, Amir al-Mu'minin, Ma'raka, die Schlacht. Da sagt er, Weile, also deswegen bekämpfen wir sie doch, damit wir das Gebet erhalten bleiben. Imam al-Hasan al-Askari a.s. sagt, die Zeichen eines Gläubigen, erzählt, er sagt, Tachattum bil-Yamin, Ta'affur bil-Jamin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, das war Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Lausa. Man sagt, um die 51 Gebete. Wie viele von uns? Und dies richtig genauso an mich. Also um Gottes Willen nicht verstehen, dass ich nur euch meine, sondern es ist für alle, sogar für mich. Wer von uns betet 51 Gebete? Und Ziyarat al-Arba'in. Wer von uns schon mal Ziyarat al-Arba'in gemacht hat? Egal, liebe Geschwister. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, um zu zeigen, wer zu den Propheten gehört, hat er diese Merkmale angesprochen. Um zu sehen, wer wirklich diese Merkmale, musst ihr sehen, wer auch heute, subhanallah, Al-Quran, deswegen, leider Gottes, wir haben uns vom Koran weit entfernt. Obwohl, wenn wir ein oder zwei Verse richtig anwenden, ist es ein Licht von Allah subhanahu wa ta'ala, den uns durch dieses Leben leitet. Wenn ich sehe, ah Moment, wer, an wem kann ich diesen Vers anwenden? Dann weißt du definitiv, auch wenn jemand sagt, ich bin Muslim, ich bin Schiit, ich bin was weiß ich, dann weißt du ganz genau, durch den Koran, wenn du jeden durch den Koran filterst, ah, Munafiq, gläubig, Murai und so weiter, Nasibi. Liebe Geschwister, nehmt euch ein Beispiel an den Koran und an Imam Ali a.s. Imam Ali a.s. hat viele Dinge gesagt. Ich habe auch schon vor ein paar Tagen einem Bruder gesagt, liebe Geschwister, die anderen haben vielleicht 10, 20 Jahre Sunna, Werdegang von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben 320 Jahre. 320 Jahre. Wir haben 23 Jahre Offenbarung. An Reichtum, an Hadithe. Bihar al-Anwar, Kutub al-Arba, Al-Ahbar al-Faqih und so weiter.
Seht ihr euch, ich will nicht sagen, dass jetzt diese Hadith-Bücher, okay, wenn diese Hadith-Bücher vielleicht zu schwer sind, doch lies mal die Empfehlungen von Ahlulbayt, wie du mit den Menschen umgehst, wie du mit den Gläubigen umgehst, Kitab al-Tamhis, was ein Gläubiger ausmacht, wenn er geprüft wird. Imam Ali a.s. als er hört einen, er sagte, oh Allah, mach mich von den Geduldigen. Er sagte, nein, lieber nicht. Er sagte, warum? Er sagt, bitte Allah um Gesundheit. Er sagte, ja, warum, ja, Amir al-Mu'minin? Er sagte, Amir al-Mu'minin, wenn du Allah um Geduld bittest, es ist wie ein Training, er wird dich so lange prüfen, bis du geduldig wirst. Bist du bereit für Prüfungen? Er sagte, ehrlich zu sein, nein. Er sagte, dann bitte Allah um Gesundheit. Das heißt, Ahlul Bayt alaihim, sie zeigen uns nicht nur, sie richten nicht nur zwischen, das ist halal, das ist haram, sondern wie wir durch dieses Leben gehen, wie wir mit den Menschen umgehen, wie wir dies alles richtig betrachten. Amir al-Mu'minin alaihim, um seine Schia zu beschützen, hat er versucht, diese Bittgebete, Dua al-Sabah, Dua al-Kumayn, hat er seine Schia beigebracht, als Art Schutzmechanismus für sie. Wenn du diese großartigen Worte von Amir al-Mu'minin, Dua al-Sabah, liest, obwohl wir keine eindeutige Kette haben, dass es von Amir al-Mu'minin stammt, aber Sayyid al-Khoury sagt, dass so gesprochenes, also Arabisch, kann nur von Imam Ali a.s. stammen. Die Logik, die da drin beinhaltet, in diesem Hadith, in diesem Dua, muss nur von Ali ibn Abi Talib stammen. Deswegen, liebe Geschwister, bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir inshallah am jüngsten Tag von Shi'at Amir al-Mu'minin werden und dass wir auch in diesen Vers auch reinpassen. Dass wir auch als mit denen gezählt werden, die mit Muhammad wa al-Muhammad sind. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nachr da'wan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala abdul khulqa abdul qasim Muhammad wa ala ali baytihi al-tayyibin al-tahirin. Wa la adam ala adam min al-awwalin al-akhirin ila qiyam yawm al-din. Arju tilawat surat al-fatiha masbuqatan bis-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala